Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 mit mir, dem Sebastian. Und nachdem wir im letzten Part, unser Haus abgebrannt ist, nein, vertrete ich denn da? Nachdem im letzten Part unser Haus angefangen hat zu brennen, von den lieben Leuten da, die wir jetzt in der Filmsequenz nochmal sehen, ich lasse die Filmsequenz nochmal laufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war im Satz. Gucken wir uns das mal an, da die Filmsequenz hier. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Part. Und ich bin so ein bisschen gerade in Katerstimmung, um ehrlich zu sein. Also wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle, der überhaupt nicht im Kontext passt, dann übel, nehmt's mir nicht übel. So, wir gucken uns die Filmsequenz nochmal an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bevor ich noch mehr Scheiße rede, viel Spaß. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenne, du Ithaka-Arsch! Brenne! Mein Haus! Scheiße! Brenne, mein... Lol, minus 13.040. Ach ja, stimmt ja. Das möchte ich auch nochmal eben kurz sagen. Ich wurde schon von... von iRaf, meine ich, iRalf, oder sorry, falls ich jetzt deinen Namen nicht richtig hinkriege, wurde ich schon in den Kommentaren des letzten Parts gewarnt, dass wenn unsere Bude hier abfackelt, dass dann unser ganzes Geld weg ist. Leider habe ich es zu spät gesehen, das tut mir leid. Mein ganzes Geld weg, scheiße gelaufen, war. Okay, hier brennt alles schön, das ist doch schon mal sehr positiv. Ach, guck mal, da brennt ja auch schön was. Wie komme ich jetzt hier raus? Was ist denn da? Ja, das ist mein Bad. Ach, da ist ein Fenster. Wie der da zuerst noch stehen bleibt und dann rausspringt. Gehe zu Joe, da sind aber so viele Gegner. Lol, da sind viele Gegner. What the fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Kann ich eigentlich schwimmen? Dann schwimme ich jetzt einfach zur anderen Seite. Ey, lass mich schwimmen. Nein, nicht schießen. Bitte nicht schießen, ich kann nicht schwimmen. Ah, super. Also war schlechter GTA-Klon hier. Nein, es ist natürlich kein GTA-Klon. Oh mein Gott, Swimmingpool. Kann ich da drin schwimmen? Drin schwimmen sieht's aus. Drin schwimmen meine ich natürlich. Ja, kann ich. Also nein, nicht, aber doch. Also ein bisschen. Boah, wie komme ich jetzt auf die verfickte andere Kackseite hier? Ja, Hunter's Point. Guck mal, Auto, dich nehme ich jetzt. Raus da, verdammt. Raus, komm. Raus mit dir. Tun Sie mir nichts. Nein, ich tu... Lol. Dann schmeiß ich den einfach vors andere Auto. Lol. Warte mal, erstmal. Erstmal müssen wir noch was regeln. Und zwar das hier. Bam, Junge. Stirbt. Oh mein Gott, lol. Ja, okay, halt, stopp. Ja gut, das ist vorbei. Lol. Lololol. Nicht auf mich schießen, Leute. Nicht auf mich schießen. Lol, der eine schießt noch auf mich. Polizei, kümmert euch doch mal um den da. Ich bin ein Gangster, der Hilfe braucht. Guck mal, der läuft auch weg von der Polizei. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir das Auto halt. Das ist ein sehr schönes Auto. Welches ich mir jetzt nehmen werde. Aber ein sehr dreckiges Auto. Wer bitteschön lässt seine Karre denn so dreckig werden, ey? Schlimm sowas. Ich glaube, meine Fahrkünste sind in meinem momentanen Zustand auch nicht gerade sonderlich gut, aber egal. Ich denke, das werden wir irgendwie kompensieren können durch diese hammer-mega-geile Musik. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ach, das war keine Fahrerflucht, das war ein Kratzer. Als ob ich Fahrerflucht begehen würde. Wie sehe ich denn aus? Upsala. Da. Okay, alles klar. Ich merke schon, knapp 4,5 Minuten rum und ich rede so viel Scheiße, aber da müsst ihr euch diesen Part einfach ein bisschen länger mit beglücken, weil, das habe ich glaube ich auch, das habe ich mit Sicherheit schon mal gesagt, die Parts werden jetzt um einen enormen, um eine enorme Zeitspanne länger, weil momentan noch nicht, aber ja doch, eventuell. Fahrerflucht, ich bin scheiße und hab Langeweile. Ganz ruhig, das ist doch alles keine Fahrerflucht, das wollt ihr denn alle von mir, ihr habt doch alle keine Ahnung. Aufpassen Leute, ich begehe Fahrerflucht.
Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich auch noch wanted hier am Arsch. Wieso bin ich wanted? Ich habe doch nichts gemacht. Siehste, alle Autos sind noch heile. Alle Autos sind noch heile. Weil momentan wahrscheinlich schon jetzt heute schon der erste Part von Amnesia 2 rausgekommen ist mit der geilen Facecam dabei. Und Alter, jetzt geh mal aus dem Weg, Mann. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, machst du die Parts einfach mal länger, damit ja der Uploadplan nicht noch unnötig lange dann irgendwie Alter, raus. So. Weil, wenn dann jetzt auch noch Mafia kommt, dann kommt noch Amnesia und alles. Ey, das wird echt brutal. Dann müssen wir ja teilweise 4 Videos am Tag oder so hochladen, damit Mafia irgendwann nochmal fertig wird. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, mach's dann einfach mal längere Mafia-Parts. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Wenn nicht, dann, weiß ich nicht. Dann, tut, was ihr nicht lassen könnt, um das zu verhindern. Aber da könnt ihr nichts machen. Ich bin Devil himself. Ihr könnt nämlich nichts machen. Verfolgt mich da jemand? Oder sind das nur meine nackten Füße, die da so patschen? Er hat nackt gesagt. Ich bin ja wirklich nicht gerade sonderlich toll angezogen. Naja. So, Joe. What's up? Wieso ist das nicht Joes Zimmer? Boah, ich muss noch einen nach oben. Boah, meine hässliche Nase juckt. Einen Moment. So. Das war doch richtig. Was mache ich denn hier? Boah, Kinder, ist am Arsch. Jetzt muss ich wieder einen runter. Och. Boah, und immer dieses Pitch-Patch von seinen Füßen. Boah, das macht voll aggressiv. Okay, hier bin ich aber richtig, ne? Jawohl. Komm schon, Joe. Weh, du bist nicht zu Hause. Ganz ruhig. Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Sei mal nicht so aggressiv, Mann. Dein Haus ist zwar gerade abgebrannt, aber egal. Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Julian Drink. Der ist voll verwirrt. Lol. Lol. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Ja, logisch. Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Ja, weiß nicht. So in Unterhose, so der Rächer mit der weißen Unterhose da. Boah, das hätte was. Das Bett ist nicht schlecht. Ja, ich weiß. Aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht deinen Freund umlegen. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Ah, toll. Ein beknacktes Clownskostüm. Du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Alles klar, dann gehen wir jetzt zu der Kneipe, die so komisch heißt. Guck mal, wir haben 000 Dollar Geld. Also scheiße, ziemlich beschissen. Naja. 000 Dollar Geld. Nein, ich meinte natürlich 0 Dollar. Gehe mit Joe mit. Ja, das hatte ich jetzt auch vor. Ich hatte nicht vor, mich jetzt der nächsten Karawane anzuschließen und dann mal Reise nach Jerusalem zu spielen. Ganz mit Sicherheit nicht. Wer weiß. Krieg ich schon graue Haare oder glänzt das nur so? Das glänzt nur so, okay. Ich dachte, wir wären schon alt. Das kann ja nicht sein. Wir sind ja ein Mafiosi. So, kann ich die Tür noch schließen? Am Arsch, Junge. So. So, was willst du von mir? Soll ich die Tür öffnen? Kannst du das nicht? Ja, alles klar. Na los, steig ein. Nee. Für dich mit Sicherheit nicht. So, was nehmen wir denn da? Nö.
Nö, ja. Das schöne Auto nehmen wir. Was willst du? Alter. Steig einfach rein, du Schwabbelkopf. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Okay. Nichts. Die Iren haben einen neuen Boss. Er ist Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihm übrig. Die stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fahrt ihn einfach mal raus. Rück dich ab, wir sind gleich da. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Hab ich fast vergessen. Ja, aber gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann würde ich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. So, sorry Leute, wir kleinen Cut gerade ab. Weiter geht's. Hier ist sie, bitteschön. Danke. Dankeschön für die Knarre. Die Knarren mag ich doch gerne. Dir geht langsam das Benzin aus. Du findest die nächste... Ey, Taxi, bleib mal ruhig. Du findest die nächste Tankstelle auf deiner Karte. Jetzt muss ich noch bis... Bis dahin muss ich jetzt noch fahren. Das geht ja voll nicht klar. Ups. Leg dich ab, ich weiß, was ich tue. Genau, ich weiß, was ich tue. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Ach, warte, ich sollte ja zuerst... Ja, warte, ich fahre aber erst noch zur Tankstelle, sonst geht das schief. Sonst geht das schief. Bist du farbenblind? Die war rot. Ach, leck mich doch. Außerdem habe ich sogar wirklich eine Rot-Grün-Schwäche, von daher, sei es mir verziehen. Muss ich jetzt hin, nach dahin? Ach, dahin muss ich, alles klar. Scheiß Polizeiwagen, ey. Du fährst da eine Großmutter, weißt du das? Ja, deine Mama fährt auch wieder eine Großmutter. Mann, entspann dich. Genau, entspann dich. Ich weiß, wo ich gegenfahre. Komm ab durch die Mitte, verdammt. Oh, Junge, knutsch mir doch meinen Lümmel, ey. Willst du uns umbringen? Ja, ich hab mich umgebracht. Das ist natürlich kackjes gelaufen, du. Jetzt muss ich den ganzen Mistweg wieder fahren. Du willst mich verarschen, wa? Du willst mich verarschen. Fackel die Bude ab! Du willst mich verarschen. Du ja, gut, okay. Das ist natürlich derbst Fick-Scheiße. Boah, da könnte ich mich wieder aufregen, ey. Alter, also wie beschissen verhosen fickt sind die Speicherpunkte gesetzt. Ja, dann seht ihr jetzt mal hier kurz einen kleinen Cut. Büsch gleich. So, hier wären wir wieder am Pub. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ja, deine Mama ist bei Rot rüber, Mann. Okay, wären wir wieder am Pub. Bereit, Vito? Ja, ich bin ready to take off. So, dann machen wir jetzt mal im Pub Tara mal ordentlich Radau. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Tja. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Du bist tot im Tod! Ich möchte dich nicht zum Preis haben. Gib mir Deckung, Vito. Folge dem irischen Anführer. Lol. What the fuck? Komm raus aus deinem Rattenloch. Wo lag der denn? Das weiß ich gerade nicht. Naja. Hoffentlich wurden die Speicherpunkte gut gesetzt, ja. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Der Feigling ist weggelaufen. Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Mist! Du hast wirklich Nerven. Folge dem irischen Anführer. Ich bin der Beste! Ja komm, zieh die Knarre. Und du kümmerst dich um den Kellner. Der schießt doch noch, der Lappen. Mach den Kellner kaputt. Na
Geht doch, ey. So, wo sind da noch welche? Ich sammle erstmal hier Muni auf. Eine C96. Ach, das ist so eine Luger oder so aus dem Zweiten Weltkrieg. Das kann natürlich sein. Doch. Ich nehme aber erstmal den Typen hier kaputt, wenn der sich nochmal blicken lässt. Hier, los, komm, zeig dich. Zeig dich. Alter, zeig dich. Du bist ja auch ein Mongo. Es ist vorbei. Er zeigt er sich nicht mehr, das finde ich aber nicht korrekt. Ha. Oh, jetzt ist er kaputt. Ne, ist er noch nicht. Gib mir Deckung. Komm. Komm, komm, komm. Mann, das war echt klasse. Mann, früher oder später kriege ich dich. So, Freundchen. Nix damit kriege ich dich. Ihr seid alle Mongos. Oh, guck mal, das ist der MP44. Ne, der MP40. Nein, wie heißt die noch gleich? Ah, nee. Nee. Das ist eine andere. Okay, dann nehme ich die mal auf. Ich denke mal... Ja. Da können wir vielleicht noch was mit anfangen. Ich weiß gerade nur nicht, wo der Typ bis dahin gelaufen ist. Ich gehe mal stark davon aus, da lang. Da treten wir einfach mal gegen. Jetzt fährt der auch noch weg. Oh, ist ja klar. Jetzt müssen wir da später wahrscheinlich... Wir sind noch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, logisch. Komm, du fährst. Ja, ich fahre gerne. Wieso verfolgen die den denn jetzt? Und wieso verfolgen die mich? Das ist doch voll Nonsens, ganz ehrlich. Ja, hier ballert niemand um sich. Das sind Fliegenklatschen. So, Mongo. Was zum Teufel soll das? So, mach die kaputt. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Alter, you gotta be... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist... Ich hab ihn doch gekriegt. Sag mal, willst du mich eigentlich verhosen, Scheißern? Ich hab den... Der hätte den auch nur töten müssen. Boah, ich krieg die Krise manchmal, ey. Du warst doch der abgehauen ist. Ja, Arschloch. Ach, Mist. Ach, du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Boah, wie ich das... Alter, das kann doch nicht. So, jetzt macht den Barkeeper Tusse noch kaputt hier. Mann, du schießt ja beschissen. Dann mach ich den Mongo kaputt. Du bist mausetot! Hast du das beim Militär gelernt? Los, zeig dich! Ihr seid alle kaputt. So. Dann nehme ich mir das Ding hier auf. Trete die Tür wieder ein. Mein Gott. Mein Gott. Hey. In dem Wagen sind doch mehr von denen. Hey, in dem Wagen los, sind doch mehr von denen. Okay, komm, du fährst. Mein Gott, ey. Das ist echt, das ist schlimm. Hier ballert so ein Wahnsinniger. Ich bin kein Wahnsinniger, ganz ehrlich. Was willst du von mir? Ja, so wirst du den wohl nicht treffen, so jetzt aber. Willst du die Dreckspuren auf uns aufmerksam machen? Die sind schon auf uns aufmerksam. Oh ja. Warte. Warte mal. Der hat sein MG, wa? Okay, den machen wir dann so fertig hier. So, jetzt ist er kaputt. Tja, das wäre wohl geklärt, hm? Tja, das wäre mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Dankeschön. Ja, dann, danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oyster Bay. Tja, bedeutet, ich muss... Ist jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Oh, Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Ja, logisch, so muss das sein. Immer schön positiv denken. Jetzt kommt hier die Linkskurve, die machen wir auch total. Überschnittig, ja, das. Ach, nix. Genau. Ich weiß, was ich tue, keine Sorge. Zumindest mehr oder weniger.
Also, dann fahren wir jetzt mal Joe nach Hause. Versuchen dabei möglichst... Okay, man sieht sich, nehme ich an. Ja gut, dann steig halt hier raus. Tut mir leid wegen heute Nacht. Geh zu Martys Apartment in Austerhude-Verkehrs. So, wo ist das Ding? Och ja, da kann ich noch ein bisschen schön fahren. Das ist ja angenehm. Baby. Alles klar. Linkskurve. 0 Problemo, würde ich sagen. Alles easy going hier. Ja, okay. Guck mal, da ist ein Auto. Da ist ein... Oh, da ist eine Rechtskurve. So, lass mich mal eben vorbei. Ich bin Fahranfänger. Ich darf das. So. Zack, 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 zack. So. Okay, dann gucken wir mal, was wir so machen können. Oh mein Gott. Ah, so, okay. Ba-ba-da-da-da-da. Ab durch die Mitte. So sieht's aus. Oh mein Gott, Lastwagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lol. Den Wagen habe ich einfach mal so weggerannt. Das war ziemlich lustig. Und die Polizei, die kann ja gar nichts. Da fahre ich ein bisschen, weg ist er. Okay, also ich bin schon mal in Ost dabei. Ich denke mal, hier ist irgendwo jetzt das alte Apartment von Mardi. Von unserem Mardi-Badi-Badi-Badadi. Das tut mir sehr leid, aber die standen im Weg. So, okay. Sag mal, wieso vibriert mein Handy eigentlich am Stück? Das kann nicht sein, so. Okay. Oh, guck mal, hier sind wir schon. Haben wir ganz professionell eingepackt. Und hallöle Frau. Oh, oh. Ja, die sah echt nicht schlecht aus. Zumindest auf den ersten Blick nicht. So, müssen wir hier nach oben? Gehe ich mal von aus. Ja. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Tja. Dort geht doch so halbwegs, wa? Dann gehen wir erstmal pennen. So. Scheiße, ist das gruselig. Haha. Speichern. Kapitel 12. Meeresgabe. Was ist das denn? Meeresgabe? Was soll das? Martys Apartment, 22. September 1951. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Ja, dann gehe ich halt ans Telefon. Hey, Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay, wir treffen uns dort. Also wenn das so ein Riesending ist, dann bin ich natürlich dabei. So, eine Knarre habe ich wahrscheinlich dabei, wa? Ja, guck mal. Und sogar so eine Automatikwaffe. Das sieht doch alles sehr angenehm aus. Die stecken wir aber besser mal weg, sonst gibt es nachher noch Stress. Und dann nehmen wir uns mal irgendein Auto. Keins von hier. Hallo, wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ne, okay, die schubse ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock auf Stress, weißt du? Man muss ja nicht immer überall und mit allem Stress haben. Weißt du, zum Beispiel mit dem Auto hier, da habe ich gar keinen Stress mit. Ich nehme das einfach und fahre total stressfrei hier durch die Gegend. So. Scheiß Stau. Ja, das ist aber auch cool. Weißt du, so Details, so minimale Dinge, wie zum Beispiel nur wirklich Scheiß Stau oder irgendwelche anderen Ausrufe, ups, Polizei, die machen das ganze Spiel echt schon mal wieder einen ganzen Tacken atmosphärischer und auf jeden Fall einfach mega geil. Also ich bin mit dem Spiel, bin ich vollstens zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das sehr viel Spaß macht zu Let's Playen. Aber andererseits, diese Autofahrten oder so, die nerven doch ein bisschen. Ne? Aber ich meine, das ist bei einem Open-World-Spiel, ist das logischerweise nicht irgendwie zu verhindern oder so, dass man da Autofahrten hat. Also von daher, mein Gott, halb so schlimm. Das Game ist nice und ist wirklich cool.
Außer halt die Polizei, die geht mir manchmal echt auf den Piss. Nein, ich wollte mir keinen Wegpunkt setzen, ich wollte gucken, wie weit es ist. Ja, guck mal, so Auspuff, wie der da unten dran hängt. Guck mal, wenn ich lenke, der. Ja, der ist ein bisschen im Arsch. wie so ein Gummischlauch, der da so hinten rumwabbelt. Oh mein Gott, Linkskurve. Linkskurve. So, dann bin ich jetzt im linken Park. Mal gucken, wer da was für mich hat. Also, was Henry für mich hat. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Wow. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ja, Logo. Geld verdienen ist doch immer schön. Statte dem Kredithai in Southport einen Besuch ab. Warte mal, Southport, da bin ich dann wieder am Hafen, oder was? Ah, super. Oder? Wo ist denn der? Oh ja, da bin ich wieder am Hafen. Da muss ich wieder so weit fahren. Naja. Halb so wild. Oh la la, hallo, schöne Frau. Okay, dann nehmen wir mal unseren Bruchwagen hier. Und steigen da ein. Es passen nicht alle in das Fahrzeug. Oh. Jetzt muss ich noch eins klauen. Ach Gott. Ja, oder wir gehen da zu Fuß hin. Das geht natürlich auch. So, was für ein Auto nehme ich mir denn mal? Dich nehme ich. Grünes Auto. Grünes Auto, dich nehme ich. Roster, verdammt! Bitte nicht schießen! Nein, ich schieße ja schon nicht. Wie es? Bringt uns alle um. Es passt nicht alle in das Fahrzeug. Wollt ihr mich verarschen? Komm, hier passen aber alle rein, oder? Hey, raus mit dir! Komm mal, da passen doch mit Sicherheit alle rein, wa? Ja. Wollen die mich da wieder rausholen? Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt steige ich da wieder. Alter, willst du mich verarschen? Kann nicht wahr sein. Wieso muss ich jetzt schon wieder kämpfen, ey? So, Mongo. Nein, Mann. Ich bin fertig.
Ja, dann muss ich jetzt halt so einen Finisher machen hier. Mein Gott. So. Lol. Gib mir den. Was ist das denn? Dann holt er seine Knarre raus. Was ist das denn? Oh Gott. Wo ist... Jetzt ist hier der Speicherpunkt. Ey, ich krieg die Krise. Ey, ihr wollt mich doch alle verfickeiern. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, ist das scheiße. Das kann doch nicht wahr sein hier. Mein Haus lag in Schutt. Ja, deine Mama lag... Alter, das ist doch scheiße. Diese fickhässlichen Fick-Speicherpunkte. Boah, mein Gott. Alter, ne, ich hab keinen Bock mehr für heute. Die heutige Party ist beendet. Mir macht das keinen Spaß mehr. Ich krieg schon wieder zu viel hier. Na, oder? Ne, da muss ich jetzt wieder schneiden gleich. Und ne, wisst ihr was? Scheiß auf. Das verfickte Huren-Game. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Diese Speicherpunkte, ja. Für solche Wix-Dinger, ja. Dass man die Speicherpunkte so beschissen setzt. Ne, ihr könnt mich alle mal. Ciao.